Ich habe Mitte der 70er einen Freund gehabt, der hat Literatur aus der Arbeitswelt geschrieben und hat aber auch mir Arno Schmidt empfohlen. Und dann habe ich angefangen und habe eigentlich nie wieder aufgehört damit. Ich hatte mir dann auch Zettels Traum geliehen in der Stadtbücherei Düsseldorf. Bin ich eigentlich laut genug? Da ist das ja ein 2000-seitiger Wälzer in drei Spalten geschrieben. Das habe ich dann längere Zeit geliehen, weil ich es nicht so einfach lesen konnte. Und ich musste mir dafür auch einen Ständer bauen und habe den Ständer extra auf dem Tisch neben dem Fenster gestellt, damit ich, wenn ich dann irgendwie abgelenkt wäre, wenn irgendwer geklingelt hätte oder so, wollte ich rausgucken, um jetzt nicht, ist eigentlich ein bisschen zu kompliziert, was ich hier erzähle, oder? Egal. Ach so, ja, nee, egal. Dann, das Buch war sehr schwer und ich bin dann immer von Ratingen, wo ich gewohnt habe, nach Düsseldorf mit der Straßenbahn gefahren, und um das zu verlängern. Also, und dann habe ich es irgendwann abgegeben und nach einer Zeit wollte ich es dann nochmal lesen. Und dann hat jemand das geklaut gehabt. Also eins von 2000 Exemplaren, die von Schmidt handsigniert waren. So, jetzt habe ich aber ein kleineres. Das heißt Gar dir oder erkenne dich selbst. 52 Jahre, 118 Tage. Zuerst pfiff der eine. Als sie das nächste Mal vorbeischlenderten, war dasselbe näselnder Gesang. Oh, Fräulein Mirjam, wenn ich mit Ihnen tanze. Der Rest Lautmalerei, Schnalzen und pft. Der andere, wohl ältere, lachte knurrig. Schöner Mond, was man zur Hand nimmt, ist aus Silber. Postenwechsel war gerade unter meinem Fenstergitter. Man fragte, was Neues vom Krieg? Es ist also Krieg irgendwo. Gleichgültiges Gebrumm. Später Karthago und Rom. Rom, Rom, Rom. Das war doch der Mittelstaat, mit dem Massilia ab und zu Handelsverträge schloss. Und der damals vorsichtigerweise auch eine Gesandtschaft an den Entdeckerjüngling Alexander sandte. Wenn den selbst die Intellektuellen immer entzückt preisen, weil er weiter nach Osten über den Ganges weiter wollte ins Unendliche, sagen sie und nehmen ihn gar noch als Galionsfigur für reines wissenschaftliches Streben. Dabei wusste er genau von Aristoteles, dass die Oikumene gleich hinter dem Ganges zu Ende sei, und hatte ganz real und heroisch kalt sein Ziel ins Endliche, nämlich in deren Beherrschung, gesteckt. Er war resolut und brutal, volkstümlich und unbeherrscht, Kenner der Menschenlenkung, auch Feldherr und persönlich tapfer, sogar Zeus Sohn, gewiss, aber das sind Vorzüge dritten Grades. Alexanderkult ist allenfalls 20-Jährigen verzeihlich, später wird man dadurch verdächtig hinsichtlich Urteilskraft oder Charakter. Gilt auch für den Sohn des Ariston. Scheint hauptsächlich um Sizilien zu gehen. Es schallt so verworren in den Mauern, und das ewige auf Zehenspitzen auf dem Tisch stehen ermüdet scheußlich. Gleich ein paar Übungen gemacht. Ich fühle mich doch noch recht kräftig, trotz Brot und Wasser und gesiebter Luft. Bis zur Insel könnte ich noch schwimmen, klar. Gegen Morgen, wieder Sizilien. Ach, lass sie quatschen. 52, 119. Ungesundes Wetter, Brodem aus See und Lagune. Kam bis in die Zelle, in der ich mich fröstelnd wand. In der Jahreszeit ist eine Decke zu wenig. Später. Zahlmeister Margot rasselte am Schieber, kommandierte Abschreiben, Alter, und warf ein Bündel Rechnungen und Briefe herein. Dazu bin ich gut, weil ich auch schön phönizisch schreiben kann. Meine mathematischen und geometrischen Hefte nehmen Sie mir regelmäßig weg und schicken Sie nach Karthago ein, ob was Brauchbares drin ist. Nur so lerne ich wenigstens die Namen aller Dörfer und ihrer Bauern in der Umgebung. Kenne sogar Ihren Viehstand, das wird mir bei meiner Flucht sehr nützen. Die Fensterstäbe sind Weicheisen, müssten mit jedem Stahlnagel, wenn auch langsam, durchzufallen sein. Und ich muss doch noch einmal hinaus. Die Hunde, seit 52 Jahren halten sie mich hier eingesperrt, weil es mir damals gelungen war, mich als Matrose auf ihre Schiffe zu schmuggeln und zweimal nach Norden zu fahren. Thule, Basilia, Abalus, Mentonomon. Diesen kommerziellen Schuften ist die Kugelgestalt der Erde natürlich gleichgültig, da das auf ihren Warenabsatz ja keinerlei Einfluss hat.
Indien, und wer denkt da nicht an Gewürze, Gold, Profitchen? Gute Seefahrer sind sie, brillante Techniker, erfolgreiche, aber die Technokraten werden einst die Welt zugrunde richten. Also schön, kopieren wir, wie einst im Targelion bei Gryphius, Massilia, Berufs- und Sportkleidung. Ob der alte Sofron noch lebt und Stier Nikolaos und Direktor Oikandros, brutal, kalt, rundherum glatt gebildet, dabei das seelen- und charakterloseste Reptil, das je die Embleme aller herrschenden Parteien trug. Wenn ich ihn sehen musste, fielen mir grundsätzlich leere, runde Zimmer ein, blicklos nickende Vogelköpfe und das Wort Hausenblase. So habe ich noch keinen wieder verachtet. Mittag, eben fertig, habe aber noch zwei Kopien zur Tarnung vor mir liegen. Ist heiß geworden, der Seeblitz blau und weiß. Was muss das für ein brüllendes Ungeheuer sein, dort oben am Himmel, das die riesige Erde so zum Glühen bringt. Und doch wollte Eudoxos von Knidos in seiner Nähe wohnen, um seine Natur zu ergründen. Wenn euch später einmal jemand fragen sollte, was den griechischen Geist vor dem Barbarischen auszeichnete, dann erzähl ihm das. Und dass ich, Pytheas von Massilia, seit einem halben Jahrhundert hier in Fort Sheba bei Gardie dörre, weil ich den Norden der Erde sehen musste. Ich werde, und wenn ich 5000 Jahre alt werden muss, um euch Säue zu überleben, und keine Gelegenheit zur Flucht wird mir entgehen, keine Gelegenheit, keine Gelegenheit. Nachmittags, morgen ist Bekleidungsempfang, kriegt es reingerufen. Das heißt, seit 3 Jahren wieder einmal verlassen der Zelle, den bekannten Weg in die Kammer. 10 Minuten Musterung und wieder zurück. Nachts, lange wach gelegen, bin wohl aufgeregt wegen morgen. Man müsste doch aus der Länge der Finsternisse ohne weiteres die Größenmaße im Sonnensystem ableiten können. Die längsten Mondfinsternisse dauern so 3,5 Stunden. Da nur der Mond täglich um etwa 12 Grad zurückbleibt, macht das für besagte 3,5 Stunden etwa 1,5 Grad. Das heißt aber, dass der Erdschatten an dieser Stelle 3 Vollmondbreiten Durchmesser hat. Da wir bei der unverhältnismäßig großen Sonnenentfernung nun den Erdschatten, als dort ungefähr gleich, etwas kleiner in der Tat, dem Erddurchmesser annehmen können, heißt das weiterhin, dass der Monddurchmesser etwa ein Drittel des Erddurchmessers misst, also rund 2 Milliarden Stadien. Da wir ihn unter 1,5 Grad scheinbarer Größe sehen, ist seine Entfernung folglich um 250 Milliarden Stadien und so weiter und so weiter. Wir wissen noch viel zu wenig, so viel aber steht fest, dass in unsäglichen Raumtiefen die fürchterlichen Feuerdrachen stehen. Feuerfäuste rasen dröhnend auf Glutbrüste. Nicht dran denken, nicht, wir sind verloren. Morgen vergeht, Vormittag bin unruhig, verständlich, wenn man nur alle 1000 Tage seine 4 Wände verlässt. Arbeiten werde ich nur im Dunkeln können, das heißt also am Tage schlafen. Menschen und Götter können sich die Hand reichen, sie sind einander würdig. Will zeitig schlafen gehen. Ende. Ja, ihr wart das beste Publikum, das ich jemals hatte. In dieser Eigenschaft. Was wir jetzt gelesen haben, ist eine recht harmlose sprachliche Äußerung. Und er hat dann einen ziemlich wilden, erstaunlichen, fantastischen Schreibstil entwickelt, der also, ja, das muss man einfach mal lesen. Kann das jemand beantworten? Und dazu dann noch, was ihm dazu noch einfällt, und mein Freund, der mir Arno Schmidt empfohlen hat, eben hat Literatur aus der Arbeitswelt gemacht. Jedenfalls hat der sich immer genervt gefühlt, wenn Arno Schmidt dann eben Griechisch und Lateinisch und alle möglichen anderen Sprachen unübersetzt einfach mit aufgeschrieben hat. Und mir, also ich bin eben sehr sprachlich interessiert an fremden Sprachen, und ich finde, je mehr Sprachen man lernt, desto einfacher fällt es einem, noch eine dazu zu lernen. Und mir macht es wahnsinnig viel Spaß, eben in Zungen zu reden. Arno Schmidt hat ja in Das steinerne Herz auch geschrieben, wie der Ich-Erzähler, der klaut dann tatsächlich aus der DDR-Bibliothek irgendwelche hannoverschen Staatshandbücher. Und genau das ist eben hier dann tatsächlich von einem Arno Schmidt-Fan wahrscheinlich passiert, dass er das dann nachgemacht hat.
dieser Gefangene, der 98 Jahre alt ist, in der Festungshaft, er hat die Hoffnung, dass er sich da befreien kann und erlebt ja tatsächlich, wie er sich dann befreit und wie er dann abhaut. Und in Wirklichkeit hat er das ja alles gar nicht erlebt, sondern sich das nur eingebildet. Aber er hat ja halt diese lebhafte Fantasie, das alles zu tun. Er hat praktisch sein Leben abgearbeitet. Also das heißt, seine Traumata, seine Beschränkungen, seine Grenzen, die hat er abgearbeitet. Und was dabei rausgekommen ist, das ist nur Literatur, reine Literatur.